Black Friday und Angebote ohne Ende. Ich erzähle euch heute mal, welche Games ihr nicht kaufen sollt, denn da ist auch jede Menge Schrott dabei bei den Angeboten. Zum Beispiel Goat Simulator, vielleicht ganz lustiges Spiel, aber es läuft auf der Nintendo Switch richtig schlecht, so dass man kaum Spaß damit haben kann. Dann weiter geht's mit My Time at Sandrock. Leider ein Spiel, das schon beim Release kaum lauffähig war, sehr viele Fehler hatte. Ich weiß, andere sind da anderer Meinung, aber meiner Meinung nach muss ein Spiel auch bei Release laufen. Keine Ahnung, wie es jetzt läuft, aber da muss man vorsichtig sein. Dann weiter geht's mit Colors Live. Eigentlich eine nette Idee. Zeichnen auf der Nintendo Switch für 8,89 €. Bringt euch aber nichts, weil ihr braucht diesen Stift dazu und den Stift müsst ihr euch da irgendwo extra dazu holen und kaufen. Und ich hatte den Stift sogar und mir war es zum Zeichnen einfach nicht präzise genug. Also keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber keine Kaufempfehlung. Leider, am 3DS damals war das ein cooles Game. Dann absolute Kaufwarnung für .cat oder .dog. Es ist beides der gleiche Müll. Nicht für 99 Cent. Nicht mal, wenn ihr 99 Cent Geld bekommen würdet. Nicht mal dann kaufen. .cat, absoluter Rotz. Leider. Dann Street Survival Homeless Simulator. Nicht, dass das irgendwie das Thema einfach falsch ist, das irgendwie so lustig darzustellen. Ist nicht lustig und es ist auch nicht lustig, dieses Spiel zu spielen. Die Framerate ist unter aller Sau. Es besteht aus ein paar Minispielen, die wirklich dämlich sind und die Aufträge wiederholen sich nach der dritten Quest gefühlt. Ihr könnt es euch bei mir am Kanal anschauen. Ich habe es durchgespielt, weil ich offensichtlich dumm bin. 3 € für dieses Spiel. Nein, nicht einmal gratis. Weiter geht's. Da könnte sich jemand denken, ah, Worms, eigentlich ganz geil. Worms würde ich auch gerne mal wieder spielen, aber das ist nicht dieses Classic Worms. Das ist so ein schnelles Worms und es ist eigentlich hauptsächlich ein Online-Spiel. Es hat nicht viel Spaß gemacht. Ich habe es ausprobiert. Auch für 1,49 € würde ich es mir nicht nochmal kaufen. Und da eine Reduktion um fast 100 €. Wie geil ist das denn? Nein, überhaupt nicht geil. Entweder ihr kauft euch eine Uhr oder ihr habt schon eine Uhr am Handy. Aber warum sollte eine Uhr 99 € kosten? Keine Ahnung. Und auch für 2 € ist egal, wie weit ihr diesen Preis runtersenkt. Es bleibt eine verdammte blöde Uhr. Ob die Gold ist oder Yellow, ist es wurscht. Nicht 2 € dafür ausgeben, was ein Blödsinn. Dann weiter geht's mit hübschen Damen, die man zusammenpuzzeln kann. Leute, wenn ihr hübsche Damen euch anschauen wollt, dann macht es. Aber warum muss man das in ein Puzzlespiel einpacken? Ist das nicht irgendwie total dämlich, da irgendwie hübsche Mädchen in Puzzlesteine zusammenzupuzzeln? Ich weiß nicht. Ich finde ich irgendwie ein bisschen peinlich. Ein bisschen peinlich, Leute. Sucht euch ein Hobby. Und dann Beach Buggy Racing Simulator. Das ist eigentlich ein Mummel-Game. Kann man sich auch komplett sparen. 4 € ist eigentlich viel zu viel. Bei 1 € würde ich vielleicht sogar noch sagen, das kann man zocken. Aber es ist einfach nicht gut. Spielt einfach Mario Kart. Einfach Mario Kart spielen. Ich weiß, es ist teuer. Holt euch Mario Kart irgendwie gebraucht. Aber Beach Buggy Racing ist keine Alternative dafür. Wenn euch noch mehr Schrott im Nintendo eShop aufgefallen ist, dann schreibt es jetzt runter rein in die Kommentare, lasst ein Like da und wir sehen uns demnächst wieder.